Wir haben es alle in diesem Sommer gemerkt, der Klimawandel ist da. Also höchste Zeit, sich weiteren Maßnahmen zum effektiven Umweltschutz zu widmen. Ein großes Thema dabei, die Elektromobilität. Ein Unternehmen, das sich schon seit Jahrzehnten mit dem Thema Brennstoffzellen und Batterietechnologie auseinandersetzt, ist der Automobilzulieferer Elring Klinger. Um dieses Thema noch weiter voranzutreiben und auch für die Zukunft weiterhin gut gerüstet zu sein, stellten sie am Montag daher ihr neues Entwicklungszentrum in Dettingen vor. Wer am Dettinger Hauptstandort des Automobilherstellers Elring Klinger vorbeifährt, dem sticht die große Baustelle sofort ins Auge. Seit April 2018 wird hier an einem neuen Entwicklungszentrum für neue Antriebstechnologien gearbeitet. Hauptsächlich sollen hier neue Brennstoffzellen und Batteriemodule entstehen. Wir werden hier Vorserienmontage machen für Brennstoffzelleneinheiten und auch für Lithium-Ionen-Batteriemodule, die dann an die Fahrzeugindustrie weltweit gehen. Also hier wird schwerpunktmäßig entwickelt, auch getestet. Es kommen große Testlabore rein, wo wir dann die Aggregate testen und eben dann kleine Vorserien produzieren. Die Großserie, das werden wir dann an anderen Standorten produzieren. In seinen bereits entwickelten Systemen schätzt sich das Unternehmen selbst als führend ein. Mit ihren 44 Standorten weltweit sind sie global gut aufgestellt. Nachdem bereits mit chinesischen Fahrzeugherstellern zusammengearbeitet wurde, folgen nun nach und nach auch die deutschen Automobilhersteller. Für den Vorstandsvorsitzenden der Elring Klinger AG kommt an dem Thema Elektromobilität heute eigentlich niemand mehr vorbei. Ich glaube, dass es schneller kommt, als wir alle noch vor 3, 4 Jahren erwartet haben. Der Dieselskandal bei Volkswagen hat das Seine dazu getan, dass wir hier eine deutlich größere Dynamik haben als noch vor 5 Jahren. Das ist für uns gut. Wir sind gut aufgestellt. Wir haben die Produkte bereits und können sie in Serie liefern. Insofern kommt uns das natürlich entgegen, diese Entwicklung. Automobilindustrie ist im kompletten Transformationsprozess im Moment gerade und wir sind da ganz vorne mit dabei. Mit seinem neuen Entwicklungszentrum schafft das Unternehmen auch neue Arbeitsplätze. Im Moment beschäftigt Elring Klinger allein am Standort in Dettingen rund 2250 Mitarbeiter. So ein zukunftsfähiges Unternehmen vor Ort freut auch den Dettinger Bürgermeister Michael Hillert. Also es ist sehr beruhigend für den Bürgermeister, der jetzt verantwortlich ist für den Hauptstandort eines solchen Unternehmens, wenn man sieht, dass das Unternehmen sich für die Zukunft wappnet. Es tut sich ja unheimlich viel im Mobilitätssektor und da haben ja auch schon andere die Frage gestellt, wie geht es weiter und wird dann so ein Unternehmen wie Elring Klinger mit dabei sein? Nach dem, was ich heute gehört habe, bin ich sehr zuversichtlich. Auch unter städtebaulichen Gesichtspunkten hat Hillert nichts an dem Vorhaben auszusetzen. Im Gegenteil. Er lobt den Architekt für seinen Entwurf. Das knapp 18 Meter hohe, vierstöckige Gebäude mit Büroeinheiten, Laboren und einer 6300 Quadratmeter großen Entwicklungshalle soll bis Anfang 2020 fertiggestellt werden. Die Kosten für den Neubau belaufen sich auf ca. 20 Millionen Euro.